Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dragon Quest 993, wo wir weiter am Ende des letzten Parts vergessen habe zu machen. Hier, boom, chakalakalaka, boom, chakalakalaka, boom, chakalaka, way, way. Willkommen zurück, wir sind beim Drachenschweif auf dem Weg nach Brennbergen und Drachenschwinge. Ach, Moment mal, halt, stopp. Mit einem Pfeil aus dem Würmlichtbogen spannte Jove eine Brücke aus Licht über die Wurmwaldschlucht, die einst Würmwacht hieß. Als er dies sah, erkannte Bürgermeister Patzig, dass er Jove zu Unrecht misstraut hatte und bat ihn, Graugnaz in Brennbergen aufzusuchen. Moment. Wo bin ich? Da unten bin ich. Nee, ich habe mir gedacht, wenn man das von oben sieht, könnte es sein, dass es aussieht wie ein Drache, weil da oben haben wir den Schweif, da haben wir die Schwinge. So viele große Monster. Aber nee, ich erkenne jetzt keinen Drachen raus. Ein einzelner Angstadler. Hoho. Bist du extra mutig, was? Ich war extra an diese Stelle zurückgelaufen, weil ich die halt verpasst habe. Und ich habe gesehen, meine Charaktere waren zwar wiederbelebt worden, aber ihre Magie wurde nicht ganz aufgefüllt. Naja, das wird schon reichen bis zum nächsten Ort. Wo muss ich lang? Da oben, da? Oder da unten? Ich denke da. Da links muss ich lang. Schätze ich mal. Oh, Mann. Treu Zyklopen, Zyklopen treu, keine Ahnung, was du bist. Erstmal wieder von dir fern. Ich möchte erstmal zum nächsten sicheren Hafen möchte ich laufen. Wieder im Drachenschwur. Was zur Hölle bist du denn? Ein Wolkenkönig. Aha. Ein kritischer Treffer. Halt doch mal hier an. Also für einen Wolkenkönig bist du ziemlich tief über dem Boden, wenn. Und schon bist du wieder erledigt. Alter, 231? Mit einem Schlag? Stell dich vor, er würde mit 100% Konzentration hier einen kritischen Treffer machen. Wie viel würde das ausmachen? Drachenmaul. Na, solange ich nicht irgendwie im Drachenafter lande, ist ja gut und schön. Wo geht's hier lang? Was bist du denn? Ein Sprengsack? Feuerbeutel, okay. Ich dachte, das wäre sowas wie. Halt irgendwas hat. Ich habe gesehen, dass immer irgendwas rausgeflossen ist, aber keine Ahnung, was das war. Blah. Autsch. Okay. Manche möchte ich halt schon herausfordern, weil ich möchte, was die sind. Rote Unterstützung. Eine lustige Lava. Also keine Larve, sondern Lava. Okay, also am besten erst die Säcke aus. Aha, wurde das ausgewichen. Geschickt, den Feuer. Erstmal die Säcke, damit die keine weitere Hilfe rufen können. Katschuki. Wow. One is down. Autsch. Autsch. Du könntest auch gleich liegen bleiben, ganz ehrlich. Zack. Und dann leben wir immer noch. Gutes Timing, wollte ich gerade sagen. Ein weiterer Treffer und Kaios wieder hinüber. Autsch. Yeah. Wer ruft jetzt jemanden? Ich warne euch. Der Kampf ist gleich vorbei. Nicht davon betroffen. Haha. Jax. Muss doch auch blöd sein, wenn man jedes Mal, wenn man den Gegner angreift, aufs Gesicht fällt, oder? Und jedes Mal ein bisschen Staub fressen. Na gut. Vielleicht mögen sie ja Staub und Asche und Erde. Könnte daraus hier Feuer und Energie gewinnen. Also vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Oder eben zwei Vögel mit einem Stein. Beides mit der Fliegen wahrscheinlich war. Das ist wahrscheinlicher, weil. Das waren viele Erfahrungspunkte. Weil Fliegen, naja, die Vögel, die. Können man eher treffen, oder? Bleib bloß weg. Oh, eine Marzipankugel. Nom. Nein, ja. Da lang? Nein, okay. Ah, das ist so ein großes Gebiet. Aber ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Ein Lavaklumpen, natürlich. Neben Lava. Geht's dir gut? Hallo? Das gibt. Das kann ich auch. Und ich bin weg. Überall hier Feuerkreaturen und dazwischen haben wir die blauen Zyklopen. Mhm. Eieieiei. Wisst ihr, was ich persönlich. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich mag zwar die Musik, wenn man jetzt so rumläuft, aber. Was ich vielleicht.
schön gefunden hätte, wäre, wenn man, je nachdem in welchem Gebiet man ist, sich die Musik ändert. Zum Beispiel hier, das ist irgendwie so eine Drachenhals. Aha. Aber ich muss ja zum Ort, also muss ich hier im Drachenmaul bleiben, hä? Hätte mich beinahe wieder ausgewirkt, hä? Was ich sagen will, ist, dass in so einem Gebiet zum Beispiel wäre sowas wie irgendwas Bedrohliches halt passender. So wie zum Beispiel auf dem, wenn man da in Pokémon auf diesem, wie heißt das, Schlutberg ist. Oh je, Zyklopen von beiden Seiten. Wenn sie sich nebeneinander stellen, haben sie dann eigentlich hier diese dreidimensionale Sicht? Ne, nicht dreidimensional, diese, wie heißt es nochmal? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ich weiß aber jetzt nicht das Wort. Dass ihr diese räumliches Sehen, glaube ich. So, das müsste unterwegs sein, oder? Brennbergen? Also hoch auf dem, ja, auf dem Berg, der brennt. Bin ich doch hier richtig, oder? Guten Tag, der Herr. Guten Tag auch. Oh, sehr höflich. Und willkommen in den Brennbergen, Stadt der Verehrer von Kraugnacht. Dies ist die Heimat von Kraugnacht, Held der Himmel und Erzfeind des großbrutalischen Imperiums. Ah. Ich weiß ja nicht, wie ihr sie heraufgeschafft habt, aber ich wünsche euch hier auf jeden Fall eine gute Zeit. Komplettes Gegenteil von dem von Wurmwald, hä? Ziemlich nett. So, sollte mich ein bisschen einfach mal ausruhen. Hä? Bisschen Ratzen. Wer kann man an unserer Herberge Müller reisen? Wollt ihr übernachten oder euch bloß bis am Abend ausruhen? Ich übernachte. Dann kann ich nämlich wieder den Ort wieder hier im schönen Sonnenlicht hier bestaunen und erkunden. So. Geschlafen. Wie sind meine 31 und Kiwi, halt weil sie ja später zugestoßen ist, hat Level 30. Wird wahrscheinlich die ganze Zeit so bleiben. Hier in Brennbergen war ja schon ewig niemand mehr zu Besuch. Was habt ihr denn vor hier? Was? Ihr braucht Kraugnachts Hilfe, um einen ollen schwarzen Drachen zu jagen? Ihr beliebt zu scherzen, oder? Barbarus ist doch schon seit 300 Jahren nicht mehr aufgetaucht. Bitte was? Warum spricht er Barbarus an? Moment. Barbarus ist der Drache? Will er das damit sagen? Oh, würde Sinn machen, weil bevor uns der Drache angegriffen hat, hat ja der Hauptmann Kautz gesagt, wie wäre es mit einer Kostprobe von seiner Kraft? Er hat also den Drachen gemeint. Hätte das klar sein sollen oder bin ich einfach nur wieder langsam im Kopf? Sprecht mit dem Drachenchronisten, wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt. Er wird sich nicht zweimal bitten lassen. Na tja. Erzählt also gerne, alles klar, kann ich wieder in den Brunnen? Natürlich kann ich in den Brunnen. Aha, Geisterjunge, hallo? Ihr könnt mich doch sehen, oder? Könntet ihr meinen letzten Wunsch erfüllen, damit ich endlich Frieden finde? Ich möchte, dass jemand den vor mir erfundenen heißen Tanz den Leuten beibringt, damit sie ordentlich Spaß haben. Kommt her, ich zeige ihn euch. Dann könnt ihr meine letzte und größte Tanzinnovation überall lehren. Bist du zufällig hier mit den heißen Tanz? Oh, cha-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 
Wir werden sie niemals vergessen. Oh. Mann, Mann, Mann. Ich will mal gerade auf die Karte schauen. Wo bin ich jetzt? Da, also im Grunde den unten, den Abschnitt, habe ich jetzt auch alles gesucht. Da rechts, bei der Schneebirienküste, da war noch irgend sowas im Sumpf, glaube ich, sowas wie ein Schloss gewesen. Das könnte wahrscheinlich der letzte Ort sein, wo ich hingehe. Finde ich aber auch schön, dass so sagen, wir wirklich nach und nach jeden Ort besuchen. Früher oder später. Krognatz lebt ganz oben auf dem Gipfel des Magmar. In der Höhle da oben gibt es jede Menge Monster und so. Selbst wir Brennbergener gehen da nur selten hoch. Aha. Meinst du da? Pass schon auf, ja. In dieser Höhle gibt es jede Menge Monster und Lava. Und wer weiß, was sonst noch alles. Wenn ihr also keinen verdammt wichtigen Grund habt, darauf zu gehen, solltet ihr das besser nicht tun. Aha. Wahrscheinlich versuche ich jetzt mit diesem Drachenchronisten sprechen, oder? Bist du das zufällig? Guten Tag auch. Ich bin der Bürgermeister von Brennbergen. Und was verschlägt euch in unsere Bergstadt, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Ihr wollt Krognatz bitten, euch im Kampf gegen einen großen schwarzen Drachen zu helfen? So ein Unsinn. Der einzige schwarze Drache war Barbarus. Ach, der war das. Ach, das ist Barbarus. Aha. Heißt das, der kann reden? Und den hat Krognatz schon vor 300 Jahren besiegt. MDs, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er noch recht lebendig. Aber ihr seid wohl kaum den ganzen Weg hergekommen, nur um Unsinn zu erzählen. Also besucht ihr am besten den alten Krognatz oben auf dem Magmar und sprecht mit ihm selbst darüber. Ich denke, dass ihr auf einer falschen Fährte seid. Aber ich will euch nicht aufhalten, dies selbst herauszufinden. Krognatz lebt ganz oben auf dem Gipfel des Magmar. Die Höhle neben meinem Haus führt noch ganz oben auf den Gipfel. Das ist der Weg, den ihr nehmen müsst. So, so. Ihr wollt dem alten Krognatz also einen Besuch abstatten, ja? Ich habe ihn schon ewig nicht gesehen. Könnt ihr ihm viele Grüße ausrichten und ihm sagen, dass hier alles in Ordnung ist? Moment mal, wenn er ihn vor 300 Jahren besiegt hat, wie alt ist dieser Krognatz eigentlich, hä? Uno momento. Wenn Barbarus und Drache ist, ich habe die ganze Zeit angenommen, Barbarus und Krognatz sind Menschen. Wenn aber jetzt Barbarus ein Drache ist, wer sagt mir eigentlich nicht, dass auch Krognatz ein Drache ist? Ein himmlischer Drache. Ist er wahrscheinlich auch, hä? Aha, aber was denke ich mir eigentlich? Ich kann euch doch nicht meine Arbeit machen lassen. Ich werde selbst drauf gehen. Bitte was? Großmütterchen, seid ihr euch da sicher? Schon seltsam. In Brennbergen gibt es jede Menge Legenden über die früheren Untaten des großbrutalischen Imperiums. Aber es ist nichts davon überliefert, wie das Imperium zusammenbrach. Ist doch wirklich merkwürdig, oder? Als hätte da ein Himmlischer seine Flügel im Spiel gehabt, ne? Ich habe nachgedacht. Dieser Krognatz, der muss doch mindestens schon 300 Jahre alt sein, oder? Das habe ich mir auch gerade eben gedacht. Also der ist wahrscheinlich kein Mensch. Wie kann es sein, dass er immer noch lebt? Glaubst du, er ist so eine Art Zombie? Oh Mann, ich hasse Zombies. Nee, wirklich, meine Theorie ist, dass er ein Drache ist. Ebenfalls wie Barbarus, weil... Wer könnte am besten gegen einen Drachen kämpfen als ein anderer Drache, ne? Was haben wir denn hier? Ach, das ist eine Brauerei, eine Brennerei. Oh, natürlich! Hier produzieren wir den trunkenen Drachen. Das köstlichste Tröpfchen auf der ganzen Welt. Jedes Jahr bekommt Krognatz die erste Abfüllung als Kostprobe. Und erst danach feiern wir ein kleines Fest. Ah. Moment, was? Der Geruch aus dem Fass treibt einem die Tränen in die Augen. Naja, wisst ihr was? Wenn die wirklich so groß sind, die würden wahrscheinlich wirklich einem Drachen hier als Kostprobe hier genügen. Bin ich eigentlich. Mitten im Berg komme ich auch irgendwo raus. Ah, auf der anderen Seite. Ja, praktisch. Ich werde erstmal mit all den Leuten reden. Das Tanzen habe ich jetzt vergessen, aber naja, kann ich nachmachen. Schon gewundert, warum es hier trotz der Höhenlage so warm ist? Und zwar, weil der Magma auf randvoll mit Lava ist. Aber Lava ist es doch, wenn es austritt. Naja. Auf dem warmen Boden schmilzt der Schnee sofort und auch das Wetter friert selbst im Winter niemals ein. Wie kann ein Berg das Wetter beeinflussen? Wahrscheinlich wegen den Dämpfen, die aufsteigen, oder? Bald ist die diesjährige Produktion des trunkenen Drachen fertig. Ich kann es kaum erwarten.
Dieser immer durstige Graugnatz ist ganz verrückt danach. Und ich auch. Das ist wirklich ein traumhaftes Tröpfchen. Okay, da kann ich nicht mitreden. Hulala! Gestatten, Joe der Name. Ihr seid aus der Ferne angereist, oder? Wirklich? Das ist also die Wurmwaldschlucht wieder passierbar? Für einen Moment, solange das Licht da ist, jo. Ich versuche schon seit einer Ewigkeit hier rauszukommen, aber ich kam nie über dieses riesige Loch im Boden rüber. Und jetzt gibt es eine Brücke, sodass ich endlich hier weg kann? Ah, endlich Freiheit! So eine Schönheit darf der Welt auch nicht verborgen bleiben. Ah, dieses sind schöne Sörtchen. Und wisst ihr, ich mag es ja sowieso lieber warm als kalt. Also wäre das wahrscheinlich ein schöner Ort, wo ich mich auch aufhalten könnte. Was haben wir hier? Ein paar Lederschuhe. Waren das die vom verstorbenen Mann? Entschuldigung. Wir Brennenberger sind die Nachfahren der Leute, die Graugnatz, Held der Himmel, vor Großbritannien rettete. Also sie sind nicht seine Nachfahren, sondern die Leute, die er gerettet hat. Also ich glaube wirklich, der ist kein Mensch. Nein, aber auch kein Zombie. Und selbst nach 300 Jahren genießt die alte... Aha! Genießt die alte Echse großes Ansehen bei uns. Große Echse. Also ist Graugnatz ein Drache. Na gut, mit 300 Jahren und er hat Barbarius besiegt. Waren das schon gute Indizien und jetzt haben wir die Bestätigung, Graugnatz ist also ein Drache. Ein großer, weißer Drache. Also weiß im Sinne von sehr weise. Er hat viel erlebt. Wir kommen im Rüstungsladen, kaufen, seid ihr zum Einkaufen, also gut, was benötigt ihr? Aha, da können wir also auch hier diese Sachen kaufen. Energieschild. Ein Schild, der die LP seines Trägers steigert, wenn man ihn im Kampf als Gegenstand benutzt. Praktisch. Ein schicker Helm aus dem mächtigen Mithrylmetall. Stahlschweißband. Das wäre was für Gaio, nur leider habe ich nicht genug Geld. Zauberhut. Aha. Drachenpanzer, Spiegelrüstung, Dunkelrobe. Dieses düstere Gewand leitet die Angriffe des Gegners in die Irre. Oh, praktisch. Fließendes Kleid, leichte Handschuhe. Aha. Abwehr 13 würde meins auch ziemlich erhöhen. Kampfarmschienen. Das wäre was für Ronald. Und auch was für Kayo. Aber ich könnte mir das doch zweimal könnte ich es mir kaufen. Herzoginnenhandschuhe. Von 67. Geschick von 67 auf 127. Wäre das bei ihr gut? Diebeshandschuhe. 232. Meereswesenrock. Frauenschuhe. Moment, halt, stopp, was? Frauenschuhe und Kiwi kann die nicht aus. Kann die nicht anziehen. Ah, na, wahrscheinlich wegen der Gruppe, oder? Geschick wäre gut, weil Geschick heißt ja eigentlich, dass er oft ausweichen kann, oder? Und hier, das ist ja für die. Das ist für die Abwehr. Das wäre auch für Ronald gut. Kann ich mir das beides kaufen? Müsste sogar gehen. Aber nee, Moment, die kann ich ja. Das ist ja beides Hände, also. Könnte ich nur eine Sache kaufen. Nee, ich lasse es lieber. Ich tue lieber erstmal sparen, aber zumindest weiß ich, dass hier gute Sachen sind. Ich weiß, wie ich gut an Erfahrungspunkte komme. Wäre schön, wenn ihr mir vielleicht einen Tipp geben könntet, wie ich schnell Gold sammeln kann. Ich glaube, eine Methode, die ich gehört habe, war das mit dem, diesen Gold-Golems besiegen. Mini-Metall, haha. Da sollte ich mal wieder zu diesem Typen hingehen, der die sammelt. Die Waffen, die wir verkaufen, sind einzigartig auf der ganzen Welt. So etwas findet ihr nur hier bei uns. Also den Schild habe ich auch woanders gefunden. Das kommt durch all die früheren Kämpfe gegen das großbrutalische Imperium. Wir mussten uns ja etwas einfallen lassen. Wahrscheinlich waren das auch alles Drachen, hä? Wahrscheinlich alles Drachen unter den Helm. Willkommen im Waffenland, was kann ich dafür tun? Was benötigt ihr? Feuerklinge. Blitzlanze. Schwertbrecher. Heidewitzka. Zauberstreitkolben. Dieser magische Stab entzieht dem Gegner massenweise MP. Nebelstock. Habe ich schon. Stachelstock. Eieieiei. Drachenklauen, Feuerklauen, Sternfächer, Mondaxt, kann ich nichts nehmen, Schraubenschlüssel. Ein großer Schraubenschlüssel für Monstermaschinen. Aha. Terraklopfer, das kann ich alles nicht nutzen. Okay. Wenn ich mal eure ehrliche Meinung hier fragen dürfte,
die Ausstattung, die ich habe, wie ist sie eigentlich? Ist sie so, sag ich mal, durchschnittsgut? Ist sie sehr gut oder, sag ich mal, ist sie nicht die allerbeste, aber ich hab's irgendwie hingekriegt, hm? Guten Tag, ich bin ein reißender Drachenchronist. Ach, dich habe ich gesucht. Ich berichte den Leuten davon, wie großartig Graugnatz war. Möchtet ihr vielleicht die Legende vom hellen Himmel hören? Sie ist ein wenig lang, aber dafür sehr unterhaltsam. Der Bichte fang doch an. Sehr schön, also. Es waren einmal ein paar ganz üble Kerle aus dem großbritannischen Imperium. Diese Halunken wollten die Welt beherrschen und brachen viel Leid über das Volk. Mit Hilfe eines großen, schwarzen, brutalen Drachen namens Barbarus legten sie alles in ihrem Weg in Trümmer. Ach, das waren also doch normale Menschen, die haben einen Drachen befehligt. Okay. Und gerade als alle die Hoffnung verloren hatten, tauchte jemand auf, der sich dieser Bedrohung stellte. Und das war Graugnatz, der Held der Himmel. Graugnatz nahm den Kampf gegen die imperialen Halunken auf und konnte sogar den Sieg erringen. Und als die Leute erkannten, dass das Imperium besiegt war, freuten sie sich wie verrückt und legten ein gewaltiges Fest hin. Und seit diesem Tag, vor 300 Jahren, verehren die Bewohner von Brennenberg den Helden der Himmel. Eine schöne Geschichte, war ja gar nicht so lang. Feine Sache, feine Sache. War ich da schon gewesen? Okay, ich war jetzt schon überall gewesen. Gut, dann gehen wir mal den Berg hinauf. Zum alten Graugnatz, den möchte ich wirklich kennenlernen. Der klingt nett, der klingt hilfsbereit und ja. Bin mal gespannt, ob er das auch tut. So, ihr glaubt also, ihr könnt einfach auf den Magma spazieren und Graugnatz besuchen, was? Passt schon auf, ja, in dieser Höhle gibt es jeder meinen Gemanzalarm und wer weiß, was sonst noch alles. Also, jetzt lässt er mich durch. Okay. Gut. Okay, gut, alles klar. Danke. Tschüss. Ach je. Sieht tatsächlich sehr heiß aus. Heiß, heiß, Baby. Hot and cold? Nee. Okay, ganz vorsichtig. Es ist ja hoch oben auf dem Berg. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier hin. Immer die Treppen hoch, nicht runter. Waren die Brücken eigentlich hier schon die ganze Zeit oder wurden die gebaut? Und wenn ja, wer hat das bitte gemacht? Weil. Autsch! Ich kann einfach so durch Lava laufen? Autsch! Au, 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 au. 1500 Goldmünzen. Au, 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 au. Das ist es wert. Dies ist sowas von wert. Also, dafür, dass ich durch Lava laufe, tut sie mir nicht so viel weh. Ah. Dich habe ich schon mal gesehen, nur in einer Holzfassung. Korrupte Kutscher. Aha. Na, wartet. Oh, ich werde dich hier mal entgleisen lassen. Dunk. Uiuiui. Arsch. Ja. Nach dem Karacho erstmal hier Führerschein und Fahrzeugpapiere vorzeigen. Okay. Und hier einen kleinen Alkoholtest machen. Haben Sie was getrunken, hä? Ich habe nichts getrunken. Die ist aber schlecht. Warum? Bei so viel Hitze, da müssen Sie genügend trinken. Ansonsten trocknen Sie aus. Ja, aber funktioniert das Gehirn nicht richtig? Da machen Sie falsche Entscheidungen. Nämlich hier, dass Sie mich mit mir anlegen. Das war nämlich auch eine falsche Entscheidung. Jo. Ich wollte Sie nur ein bisschen näher ansehen. Dachte mir, jo, Sie sind ein schicker, schnicker Kerl. Aber nee. Ja, gleich wollen Sie wieder für Ärger sorgen. Okay, ich wollte gerade sagen, kein Wunder, dass sie mir aushalten. Die sind ja aus Metall, aber ouch. Dass sie nicht stecken bleiben. Wieder das. Welchen Level haben diese Monster eigentlich? Die machen nicht so viel Schaden wie sonst, also außer Kaio. Na, hoffentlich wird da jetzt nicht am Ende so ein großes Monster auf mich warten. Dunk. Angriff! Hui! Wow. Und Kaio kann sich jetzt nicht mehr bewegen. Was war das denn gerade eben? Der Text war so schnell vorbei, dass ich nicht lesen konnte. Irgendwas mit erheblich gestellt oder so. Zack. Alter, halt nicht viel aus. So, komm schon. Immer noch nicht aufstehen. Ja. Völlig überrollt ist da. Völlig geplatt von der Situation. Und der Hitze. Sollte der Wagen eigentlich nicht schmelzen oder ziemlich heiß werden? Kann Todesstoß ausführen. Wunderbar. Ach, der ist am Ort. Darauf habe ich nicht geachtet. Die haben ihre Abwehrkraft erhöht. Kein Wunder, dass sie hier die Angriffe besser aushalten können. Und immer noch finde ich es lustig, dass wenn sie sterben, haben sie schon gleich einen Sarg. Den Sarg, den kann man dann einfach, hier so ein Eisendank, den kann man einfach reinschmeißen in Vulkan und dann schmilzt sie aus zusammen wie lecker Käsebrötchen. Nee, nicht wie ein Käsebrötchen, wie Lasagne. Ah, korrupt hier, ja, ja. Rabauken, Halunken. So, zumindest gehe ich den richtigen Weg. Immer höher, immer höher. Autsch!
Dich habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen in einer anderen Version. Nämlich in grün. Hä? So, was bist du denn? Ein Raunsoldat. Aber in rot. Was ist das? Eine wütende Wolke. Aha. Gut, diese Raunensoldaten halten, glaube ich, nicht so viel aus. Also tue ich mich erstmal auf ihn konzentrieren. Stinkwütender Kiwi. Ja, legst du bloß. Lass du bloß deine Klauen von hier. Ja, verstehst du mich? Wenn du dich mit ihr anlegst, legst du dich mit uns allen an. Wütende Wolke, die sieht eher genervt aus, wenn ihr mich fragt. So wie. Oh, je. Hat sich in Luft aufgelöst. Was für ein Ende. Im Himmel wird sie wahrscheinlich nicht landen. Welche Form würde sie in der Hölle annehmen? Eine Pfütze oder was? Ach, das war nur für eine Mini-Medaille. Okay. Gut, dann gehe ich halt den anderen Weg entlang. Autsch. Erstmal in die Lava, damit ich wieder aufgeweckt bin. Okay. Und Autsch. Jax. Was einfach. Ich wollte vorbeigelaufen. Oh je, lustige Larven. Drei Stücke an der Zahl. Zack. Oh, Jesus. 249. Kaio, du bist hier wirklich hier der stärkste Macho überhaupt, den ich kenne. Ich glaube, Kaio habe ich wirklich gut trainiert. Geht in Abwehrhaltung. Stimmt, ich kann ja auch abwehren, aber das mache ich eigentlich so gut wie nie. Außer wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, okay, der Gegner bereitet einen starken Angriff vor, dann würde ich wahrscheinlich in Abwehrhaltung gehen, aber ansonsten, dafür müsste ich dir vorher da anschauen. Jax, wenn ich jetzt nämlich Todesstoß, alles klar. Zack. Haben die alle nicht doppelt angegriffen oder kann mir das nur so? Verschiedenes, wenn wir nämlich schauen, nicht hier, hier untersuchen. Der Feind beäugt die Gruppe abschätzig. Da weiß ich jetzt nämlich nicht, was bedeutet es jetzt. Werden sie jetzt angreifen oder werden sie eine Fähigkeit einsetzen? Wahrscheinlich hat das alles so eine Bedeutung, aber damit habe ich mich nie wirklich befasst. Und vielleicht werde ich es am Ende brauchen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch nicht. So, knapp vorbei ist auch dann hier mein Freund. Ah, das sieht gut aus. Zumindest an der frischen Luft hier. Erstmal in eine genervte Wolke rein. Wütende Wolke. So wütend, die hat gar keine Pupillen mehr. Oh Mann, oh Mann, Mann. Ich hoffe nicht, dass ich Grauchnarz besiegen muss, weil es könnte ja auch sein, dass es wieder heißt, oh, ich muss erstmal zeigen, dass ich stark bin, dass ich mit ihm mithalten kann oder irgend sowas. Was weiß ich denn? Mitteilung, wunderbar. Alle auf der Rangsart, klar. Schlag den. Nee, ja, schon ist vorbei. Hihi. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen früh ist, könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben, welchen Level ich am besten haben sollte, bevor ich den letzten Abschnitt mache? Vielleicht Level 40 oder so? Ein Häuflein Heiligenasche. Aha. Gehst du bitte da weg? Nein. Nein, geh weg. Geh weg. Ich bin nicht da. Ich bin im Busch. Ich rede mit dem Busch. Hä? Ist nicht mit Flamm. Er brennt zwar nicht, aber dennoch. Ich rede gern mit Büschen. Hahaha. Ey, die sind überall. Moment, kann ich ja... Vorsichtig. Nein. Habe ich noch irgendwie so Weihwasser? Ich trassiere, wo habe ich das denn her? Kann er den einzelnen Verbünden wiederbeleben? Aha. Jetzt sollte ich aufpassen, sobald ich hier rausgehe, würde ich in den Kampf geraten. Geh weg. Danke. Okay, in dieses Laberhäufchen muss ich einfach Magmale... Was? Das sieht krass aus. Magmale Feeds. Das sieht wirklich cool aus, finde ich. Ich weiß, es soll aussehen, als würde er aus der Erde kommen. Sieht ja aus, als wäre da um... keine Ahnung warum, aber solche Monster mag ich. Einfach so Monster, die ihre Form nach Belieben verändern können. Jetzt hat er halt eine Faust geweht, der konnte wahrscheinlich auch irgendeine Klinge oder was auch immer was draus machen. So. Gut, weiter geht's. Immer höher, 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 bis die Luft knapp wird und wir blau anlaufen. Entschuldigung.
Ich wollte vorbei. Die Freunde, die Feinde bewerten die Gruppe nicht. Euer Pech. Alle angreifen. Eins. Drachenhieb. Zack. Zwei und drei. Jawohl, gehen. Und er steht immer noch wie eine Eins. Jetzt liegt er wie eine Eins. Hier kann Drachenhieb angreifen, angreifen und zack. Und zock. Und zwink. Und vorbei ist. Die sehen so süß aus. Ich fühle mich ein bisschen blöd, denen wehtun zu müssen. So, nochmal ab in den Berg. War ja klar, war ja klar, war ja klar. Jupp. Alter. Das ist wirklich ein großer Ort. Okay, vorsichtig, nicht in Monster reinlaufen, die wahrscheinlich aus dem Nichts kommen könnten. Okay, ich dachte, ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt fester Boden ist oder nicht. Puh, das war knapp hier. Was ist, was, warum der rote Kopf? Bist du gerade auf dem Klo oder was? Ist dein Körper auf dem Klo oder wie? Der hat mich nicht entdeckt und will mich nicht vorbeilassen, was? Na gut, dann gehe ich halt durch deinen Dickschädel. Was bist du, ein Mega-Moai? Aha. Den Moai habe ich ja schon mal getroffen. Das war... Kaio, du machst mir wirklich, wirklich Angst. Das war wieder hier ein kritischer Treffer mit 241 und damit ein Monster mit einem Hieb. One shot. Nee, one heat, baby. Wuppala. Stecht ihm doch einfach in die Augen. Das scheint das einzige organisch an ihm zu sein. Das andere ist ja hier elemental. Ach, der Mund hat da auch. Ach, wie putzig, dann sieht er ein bisschen aus wie das Krümelmonster. Ah, nee, nicht wie das Krümelmonster, sondern wie der. Wie der aus der Mülltonne. Wie heißt er nochmal? Oscar, oder? Blasige. Lava-Muppet. Hier hinten vorbei. Ach, was bist du denn für ein lustig aussehender Drache, du? Ich komme da hinten vorbei, ohne durch die Lava zu gehen, ja. Achtung. Naja, zwischen einer Wand und einem Schädel komme ich nicht durch. Aber ich, dein roter Kopf, aber deine... Kritische Treffe, alter Wonne, du bist ja auch ziemlich... Aber diese babyblauen Augen, die er jetzt nach hinten gedreht hat, weil er gestorben ist. Kaio reicht Stufe 32. Hä, jo. 6 Talentpunkte. Das steigt jetzt aber. Mal sehen, Kampfstab. Angriff plus 20, Fokus, Mensana. Was mache ich denn? Clown habe ich lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, ich bin eher der Stabtyp. Feine Sache. Und jemand, noch jemand ein Level? Nö. Okay, dann gehe ich weiter. Also ich denke, ich bin gleich am Ziel. Sieht nämlich sehr erhaben aus. Das ist eben 5 wie... Okay, jetzt will ich wissen, wer du bist. Wie bist du hier? Fuhu, der... Ein grün... Ganz simpel, ein grüner Drache. Na, dann mache auch den grünen Drachen einfach mal zu grünem toten Moos. Zack. Hat schon eine kleine Wampe, oder? Autsch. Drachenhieb. Danke für die Heilung. Gut, so. Nice ist die Sache, dass der Drachenhieb keine Fähigkeitspunkte verbraucht. Ach, der arme grüne Drache. Tut mir das eigentlich weh? Ah, da kann ich ja nicht laufen, okay. Ich bin gespannt, wie der Graugnatz aussieht. Wie viele Ebenen sind hier noch? Da sind wir schon, der Gipfel. Meine Frage wurde wieder beantwortet. In Sekundenschnelle. Und ich hab die Monster über... Bist du echt? Eine Handvoll Eisennägel, aha. Jetzt brauche ich nur noch ein Holzkreuz und dann haben wir die Sache wieder geritzt. Oder ich schnitze mir eins. Dann ist geritzt. Puh. Will ich noch weitermachen? Ganz ehrlich, ich will jetzt eigentlich keinen Cut machen. Was? Wer? Wo? Was? Oh oh. Wer wagt es, mich zu stören?
ich das schaffe? Bitte nicht wehtun. Oh. Jesus. Wow. Hätte mir eigentlich klar sein sollen, dass er ein ähnliches Aussehen hat wie Barbarus. Der ist anscheinend mit der falschen Klaue zuerst aufgestanden. Wie ich sehe, seid ihr nicht von hier. Ich bin Kreuknachs, der Held der Himmel. Ich bin der Wächter des Himmels, das steht sogar auf dem Spiel. Hä? Warum sucht ihr mich auf, Reisen? Dieser Gestank, der euch umgibt. Oh, der hat was gegen Himmlische, hä? Den vergisst man nicht so schnell. Es ist der üble Geruch, der die Bewohner nach Großbritanniens umweht. Moment, die haben mit Himmlischen zu tun? Moment, zwar. Soll das heißen Barbarus? Hat der was mit dem Himmlischen zu tun? Ne? Überall was mit Himmlischen? Ihr wurde das Großbritannien entsandt, um mich zu vernichten? Habt ihr darin nichts gelernt? Das verstehst du ganz falsch! Nun gut. Ihr habt es nicht anders gewollt. Dann sollt ihr nun Zeuge der unglaublichen Drachenmacht werden. Oh je. Bin ich dafür bereit? Ich dürfte ich sagen, du siehst extrem cool aus. Krauknarz nähert sich. Aha, deshalb also. Ein... Nein, das sollte ich lieber so machen, ja. Auf Butcher. Kaio, Fähigkeiten, Kriegsschrei. Und vergriffen. Okay, sie sind noch alle eigentlich ganz gut und beeindruckt. Yikes! Der hat einen guten Biss, hat sich immer gut die Zähne geputzt, hä? Jo! Aus durch ein Missverständnis denkt er, dass wir ein Feind sind. Ja, dankeschön. Mitteilung, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich denke, das sollte ich hinkriegen, das sollte ich hinkriegen. Okay, einmal Fähigkeit. Upochak, Kaio, Fähigkeit, Konzentration. Todesstoß. Dann kriegen wir auf jeden Fall hier einen kleinen Gewinn. Piu, piu! Ich ziele hier dir aufs Herz. Verfalle mir. Hep. Und auch noch 50, wunderbar. Abschirmung? Hä? Von einem sanften Licht? Odemresistenz? Seit wann kann die Kiwi das denn? Da habe ich irgendwas verpasst. Okay. Kaio? Fähigkeit, versuche ich nochmal ihn hier zu stunnen. Flackernde Flammen und... Oh ja, gut, knapp 30, also... Wir halten was aus. Wunderbar. Voll konzentriert! Jetzt bloß nicht versauen. Haha, Riesendreck. Wunderbar. Zack. Ja, leider hat er ja schon. Ah, nee, dann muss er die nächste Runde aussetzen. Sehr gut. So, dann machen wir mal einmal hier. Drachenhieb. Dann angreifen. Und gift euch. Katschuki. 442. Meine Fresse. Haha, immer noch starr vor Schreck. Ich glaube, das kriege ich sogar noch jetzt noch hin. Das kriege ich, denke ich, noch hin. Und Drachenhieb. 55, sehr gut. Okay, dann noch einmal das Ganze. Heitere Hampler, Hampel rum, um eine Feindgruppe zu erheitern. Wie, was macht das eigentlich nochmal? Würde es die Aufmerksamkeit auf mich ziehen? Ich probiere das mal. Das muss ich nochmal probieren, was das genau macht. Mit einer Spitzenklaue um sich. Jex! 70. Heide, heide, Witzka. Und. Ist nicht amüsiert. So sieht er auch aus. He's not amused. No, no. Okay, machen wir das nochmal. Ja. Na jo, ich rein. Konzentration. Fliegenklappe. Probieren wir mal, ob das was macht. Zack. Macht Schaden, aber nicht viel. Weißt du, wenn du Sodbrennen hast, kann ich dir mal ein paar Tabletten empfehlen, ha? Ich beruhige den Magen und lasse dich schön schlafen. Es konnte nämlich sein, dass er gerade ein Nickerchen halten wollte und dann haben wir ihn aufgeweckt und deshalb ist er so grumpig. Kann doch wirklich, wirklich, wirklich sein. Auf Butcher. Und nochmal Kriegsschrei und angreifen. Zack. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, Krauknarz ist jetzt wirklich 300 Jahre älter und der Barbarus war wahrscheinlich ja. Er wurde besiegt und wurde halt vom Bösen dann wieder auferstanden. Vielleicht hat er da auch wieder was in der Füge dann im Spiel. Kaio war jetzt noch nicht komplett konzentriert, oder?
Okay, machen wir Drachenhieb. Konzentrieren und angreifen. Langsam, aber sicher wird der Fall. Ich merke schon, ich merke schon. Immer weiter, 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 weiter. 100%! Hooligan! Wieso eigentlich in Rosa? Nee, da ist nicht was gegen Rosa, aber ich frage mich wirklich, warum hier Konzentration in Rosa dargestellt wird. Okay. Daran eben. Angreifen, angreifen. Und Garo 406! Ich habe hier gute schon 850 Schaden alleine mit Kaio verursacht. Zack. Komm schon, beruhig dich. Wir sind nicht deine Feinde. Ich will nicht um dich mehr wehtun, als es sein müsste, okay? Daran hieb. Konzentration. Und gib euch. Komm schon. Der kriegen wir hin. Jacks. Oh. Nee, das habe ich wirklich. Gift euch, macht gut Schaden, wird aber, glaube ich, nie und nimmer jemanden vergiften. Okay, auf Butcher, Kaio, und dann komme ich gleich auf 50 hoch. Hui. Mal sehen, ob ich das jetzt beim ersten Mal schaffe. Also, ich habe ein gutes Gefühl, der Kampf läuft gut. Ja, er tut zwar viel austeilen, aber mit Kiva meiner Reichtum und mit unserer Kraft werden wir sogar den Drachen besiegen, den großen Weichdrachen Krauk. Kraugnatz, oder? Kraugnatz war's? Kraugnatz, ja. Okay, einmal hier ein bisschen stunnen hier. Hör dir meinen Song an. Ja! Aha, hat sogar funktioniert. Beteiligung auf Dovo. Wunderbares Timing. Zack. Und kleiner Aufputscher. Jetzt wieder mal 100. Wunderbar. Alles klar. Also wieder mal eine schöne Runde, um alles, um viel auszuteilen. Angreifen, angreifen, angreifen. Katsuki, 433. Hui. Es dauert zwar lange, das vorzubereiten, aber den Schaden, den er dann ausmacht, das lohnt sich. Ganz stark vor Schreck. Wunderbar. Und Katsuki. Okay, dann greife ich einfach mal so. Mal sehen, wie viel Schaden gerade so ausrichtet. Und zack. Jetzt habe ich es nicht gesehen, wie in der Trefferanzeige. Pff. Yikes. Ich habe das so Gefühl, der Rauchnass tut gar nicht so viel angreifen oder die Kiwi ist so düchtig beim Heilen. Da sieht man dann keinen Unterschied. Drachenhieb. Zack. Oh ja. Gute 70 Schaden. 6. Also so auf gleicher Wellenlänge, auf gleicher Höhe. Der Himmelszara. Okay, es läuft hier wie geschmiedet hier. Wie ein Uhrwerk, sage ich euch. Wie ein Uhrwerk. Kaio, Konzentration und Angaben. Zack. Wisst ihr, wenn er. Und der rollt einfach nur so. Ne. Mich wisst ihr nicht. Ne. Er könnte ihn sicherlich in einem Haps fressen oder in zwei Happen. Aber nee, er will uns wahrscheinlich erstmal rösten, weil er eher so der Bratentyp ist. Er grillt gerne. So, Aufputscher. Konzentration und Angaben. 50 und dann aufputschern, und brauche ich die Level 100 wieder erreicht. Zack. Dort. Jawohl, gehen. Das ist, glaube ich, jetzt schon der fünfte Angriff. Und wenn ich jedes Mal Fiona mache, habe ich schon gute 2000 Schaden gemacht. Und dazwischen dann ja auch immer wieder was. Alles klar. Und. Doch, angreifen. So. Zack. Und der 436 und da liegt der am Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und Knockout. Wow. Echt, es schläuft. Grandios. Er hat eine Schatzruhe zurück, eine Drachenschube, wer hätte es gedacht. So, hast du dich jetzt beruhigt? Imperiale Hunde. Wer meine Flügel nicht verletzt, wäre der Kampf ganz anders ausgegangen. Die sind verletzt. Moment mal. Ach, der hat da. Hat er sowas da wie kleine Klauen unter den Armen, hä? Oh, wartet ihr noch? Wollt ihr mein Leid nicht beenden? Lieber sterbe ich an der Schmach in einer Niederlage zu leben. Moment mal, halt! Was ist denn hier los? Ich hatte schon im Gefühl, dass hier was im Busch ist. Und was sehe ich da? Ihr schlagt euch wie die Kesse.
ich hätte beinahe das falsche Wort gesagt, Kesselflicker. Ich dachte, ihr wolltet Graugnatz um Hilfe mit diesem dunklen Drachen bitten. Wollte ich ja, nur hat er hat mich ja gar nicht ausreden lassen. Er hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Er dachte die ganze Zeit, ja, ich bin ein Feind. Sag Ballot nochmal, was ist denn jetzt da unten? Geh du wohl weg. Nee, danke. Ich hoffe, das habt ihr nicht gesehen. Hallo? Darf ich... Achso, ja. Dunkelte Also schreibt aber aus, wie damals ein Unwesen. Drei lange Jahrhunderte sind vergangen, seit ich diesen Teufel besiegt habe. Also nur besiegt, nicht getötet, hä? Tja, das hast du wohl vermasselt. Und jetzt hör zu, hier ist nämlich deine Hilfe vonnöten. Verstehe. Ihr wollt also, dass ich mich in die Lüfte schwingen und aber aus noch einreise. Ich weiß nicht. Vielleicht reichen ja auch erstmal ein paar Ratschläge, oder? Er hat ja gesagt, seine Flügel sind verletzt, oder? Du hältst mich also für eine tatrige Echse, die zwar zum Kämpfen ist, ja? Aber was soll's. Ich wollte euch eh nicht helfen. Glaubt ihr wirklich, ich würde euch Imperiums Ratten dieses arme Märchen von Barbarossa erlauben? Oh je. Ja, das ist das Alter, hä? Immer diese eigene Vorstellung. Schon gut, Graugnatz. Wir haben es ja verstanden. Du willst nicht helfen. Tja, ihr habt den alten Brummbären gehört. Wenn er sich wie ein Riesenbaby aufführt, ist leider nichts zu machen. Tut mir wirklich leid. Am besten geht ihr jetzt wieder. Genau. Haut ab und kommt mir nicht nur in die Augen. Na, dankeschön. Wirklich? Nichts mehr? Es ist eine Reihe wie ein Werkzeug des Imperiumszeit. Eure Gestand gleich, meine Nüstern. Hinfort! Ach, wenn der alte Hauding nicht will, kann ich leider auch nichts tun, Schätzchen. Tut mir wirklich leid, Kleine. Am besten geht ihr wieder. Das kann doch jetzt nicht gewesen sein, oder? Naja, meine Damen und Herren, wir haben den Kampf gegen Graugnatz auch beim ersten Mal geschafft. Wir haben also sogar schon die Kraft erworben, gegen einen Drachen anzukommen, und zwar ohne wirklich ins Schwitzen zu kommen, obwohl wir neben einem Vulkan standen. Und ohne seine Hilfe, ich glaube, sie wird irgendwie hier in so eine umgedrehte Psychologie verwenden, hä? Dass sie ihn als schwach und nicht fähig bezeichnet, und dann denke ich sich, pah, die denkt es wirklich, den beweise ich das Gegenteil. Hoffe ich doch, ansonsten weiß ich nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich meine, der Sternexpress, der ist jetzt auch wieder irgendwo hingefallen. Keine Ahnung wohin, und den werde ich wahrscheinlich auch nicht rufen können, oder? Nun gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese wieder extra lange Ausgabe von Tranquist 9 gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen, wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, Ihr 93 Strobo. I love the Nintendo. Tschüss and goodbye. Gib es zu, Graugnatz. Du magst, was du siehst. Müssten wahrscheinlich mit süßer Soße auf dem warmen Teller serviert. Ach ey, Tschüssikowski.